Viel Spaß und gutes Gelingen. Wir sind voll live, also easy. Entspannt. Hast du viel verpasst? Nee. Wie lange spielen wir jetzt schon das Spiel? Ich weiß es gar nicht. Oh, fast 3 Stündchen schon. Okay, das war. Das hätte ich nicht gedacht. Das ist schon gar nicht so kurz. Tatsächlich. Aber ich habe trotzdem immer noch das Gefühl, als wären wir noch gar nicht so richtig im Spiel. Ich glaube, das ist jetzt... Okay, das ist also immer ein Level, ja? Quasi. Gut. Mehr reparieren, bitte. Oh Gott, dafür brauchen wir aber ganz schön viel Zeugs, ne? Alter Falter. Wir sollten vielleicht wirklich mal in den Läden reinschauen oder so. Vielleicht kann man irgendwie mehr... Oh, was ist das denn? Oh, ein Toad. Bitteschön. Ich habe mich schon so lange in diesen Blättern versteckt, dass ich ganz grün geworden bin. Moment mal. Nee, das kann doch nicht sein. Okay, ich muss jetzt einfach fragen, ist das Luigi auch passiert? Bin ich der Luigi unter den Toads? Ja, so ist Luigi grün geworden. Weißt du was? Das wird jetzt mein Ding. Ich suche mir eine grüne Mütze, lasse meinen Schnurrbart wachsen und arbeite an meinem Grinsen. Oh, und wenn Luigi hier wäre, würde er dir jetzt sagen, dass du mit Plus das Menü öffnest. Dort kannst du dich mit Waffeln ausrüsten. Ja, Kevin. Waffeln. Dort kannst du dich mit Waffen ausrüsten. Items verwenden und dir alle möglichen hilfreichen Infos ansehen. Mamma mia. Na, wie war ich? Toll. Einfach nur toll. Wirklich. Wunderschön. Erstmal die Waffeln angucken, ey. Sehr schön. Münzen. Das ist aber viel, ne? Wow, hier ist es ja total schön. Bunte Blumen, blauer Himmel und Sonnenschein. Also ich finde ja, es ist sogar so schön hier, dass wir anhalten und ein Picknick machen sollten. Nein, was rede ich denn da? Tut mir leid, Mario. Hier ist es einfach so schön, da hätte ich fast die Luftschlangen vergessen und alle unsere anderen Probleme. Ja, kann man doch ruhig mal. Warum denn nicht? Warum mal nicht eben kurz die Probleme zur Seite schieben? Also ehrlich. Sollte man sich eigentlich gönnen. Hast du etwa Hunger? Also so eine Waffel würde ich jetzt... Also wäre ich dabei, ne? Sag ich ganz ehrlich. Wie komme ich denn da hoch jetzt? Durch eine Höhle irgendwie. Okay. Vorsicht, hier kann man runterfallen. Bitte nicht stolpern. Kann ganz böse enden. Habe ich gehört. LOL! Da hat jemand einen Tod einfach zum Schmetterling gefaltet? Ach, ich bin geflogen. Jetzt kann ich nur noch flattern. Och, wie süß. Da sieht man. Ne? Alles in eurer Umgebung solltet ihr verprügeln, Leute. Einfach mit dem Hammer drauf. Zack. Ich habe ihn gerade gehauen. Hör auf, Waffeln zu sagen, ich bekomme Hunger. Ja, ich... Hunger, ich doch auch, ey. Oh Gott, jetzt habe ich gar nicht gesehen, wie die gesprungen sind. Okay. Toll, wie die Toads, die wir gerettet haben, uns vor die Tribüne aus zujubeln. Sind sie... Sie sind ja total aus dem Häuschen. Weißt du was? Was ihren Enthusiasmus noch steigern würde, wenn wir sie bezahlen. Echt, ist das so, Chat? Muss ich euch bezahlen? Damit ihr noch mehr Chat-Nachrichten postet? Halte Y gedrückt, wenn du ein paar Münzen übrig hast, um sie den Toads zuzuwerfen. Da können ganz viele tolle Sachen passieren. Sag mal, machen wir jetzt hier Lapdance oder was? Okay, Anfeuerung. Hallo. Oh, die greifen ja einfach mit ein. Och, ich brauche nur einen Baseballschläger. Dann geht das von ganz alleine. So, pass mal auf. Wir nehmen jetzt erstmal die Bubis hier. Und stellen die so. Und dann nehmen wir... lol. Wie sollen wir das denn machen? Scheiße. Keine Ahnung. Ich habe verkackt. Ich bin dumm. Jetzt greifen sie mich an. Nee, fuck. Was machen wir denn da jetzt? Oh. Okay, wir machen das jetzt. Okay, jetzt haben die auf jeden Fall einen Angriff. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Wir können blocken, aber ich weiß nicht mehr wie. Der hat überlebt, der Typ? Au! Und die verteilen sich neu? Okay, das ist, seht ihr, Leute? Das ist gar nicht so easy.
So. Attacke. Nee, das hier. Ran an die Bulette. Bam. Was denn? Will jemand aufmucken oder was? Massenschlägerei ist halt wirklich so. War Blocken nicht mit A, wenn sie angreifen? Ja, ich habe A gedrückt, aber das hat irgendwie... Vielleicht war ich zu spät. Das kann auch sein. Ich muss immer auf die Tasten gucken, das ist... Konfetti, 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 bitte. Konfetti, ganz viel. Okay, da oben ist irgendwas blockiert. Das müssen wir noch befreien. Ja, Konfetti-Party. Ja. Oh, nein. Kein Konfetti mehr. Ich hab kein Konfetti mehr, scheiße. Bitte lass mich das Loch... Nein, es reicht nicht aus. Okay, rein in den Fight. Zack. Guck mal, den haben wir schon verprügelt am Anfang. Wir gesehen, den haben wir schon ein bisschen was abgezogen. Also wenn wir den vorher schlagen... Dann ist schon nicht... Dann ist das schon nicht ungeil. Easy. Kloppe. Das war's schon, lol. Okay, ich dachte, jetzt kommt noch eine Runde eigentlich. Gut, können wir ein bisschen Konfetti haben? Dankeschön. Kiberus, Mann. 8 Monate, dem wir weiter show. Danke dir für 8 Monate. Freut mich. Willkommen zurück. Nehmen Sie Platz. Ich meine, Sie haben ja auch einen reservierten Platz. Jeder Sub hier hat einen reservierten Platz bei uns. Das sind nur die Besten. Dankeschön. Und dann in TNNTW. Guten Tag. Oder T. Ja, doch. Müsste eigentlich richtig sein, oder? Na super. Nun habe ich Bock, mit in der Nacht Waffeln zu backen. Ja, mach doch mal. Warum nicht? Oh Gott. Ah, Mario. Ich wusste gar nicht, dass du auch auf Pilgerfahrt bist. Möchtest auch du dich unter den Panzer der Erleuchtung begeben? Was? Was ist das für eine Anmache? Nicht gut. Oh oh. Oh oh, da hat jemand Stress. Nicht gut, nicht gut, gar nicht gut. Hey, jetzt beruhig dich mal. Was ist etwas passiert, das einfach nur nicht gut ist oder etwas, das schlecht ist? Schlecht, schlecht. Okay, ich glaube, ich muss da nichts von wissen. Ich habe damit nichts zu tun. Vielleicht sollte man zurück zum Laden gehen und gucken, was man sich da kaufen kann, jetzt wo der wieder offen ist. Könnte man machen, auf jeden Fall. Warte mal, findet Erleuchtung im Tempel des Erdpergamentons. Spenden verehrend weiterspenden. Wow. Erdpergamenton. Aber ich würde mich erstmal jetzt nochmal hier umschauen. Eben. Ich hoffe, die haben wir jetzt beide getriggert. Okay, sehr gut. Raus mit den Viecher. Okay, okay. Nein. So. Let's go. Entziffert. Ja, follow. Und Hammer raus und rein die Prügel. Ah, fuck, ich dachte, wir müssen springen mit dem Hammer. Ich bin komplett lost. Okay, wow. Ernsthaft jetzt? Wir haben 2 Züge. Wir müssen die doch einfach nur nach vorne schieben. Das ist doch einfach. Das soll jetzt die 2. Runde sein? Da war ja die 1. Runde schwieriger. Okay. Achagi! Geilo! Und Hammer. Und drauf den Prügel, Alter. Geil. Aber die Kämpfe laufen eigentlich, also bis auf einen Zwischenfall haben wir da jetzt echt bisher keine Probleme. Ich weiß halt, wie gesagt, nicht, was in Zukunft noch darauf jetzt dann passiert, ne? Das hat doch nochmal wieder was anderes. So, was ist das hier? Aha. Okay. Und ins Wasser dürfen wir nicht, ne? Gut, jetzt muss ich nur noch irgendwie... Jetzt frage ich mich halt, wo dieser Höhleneingang ist. Ich meine, hier war das Schild irgendwo. Ah, lol, da ist eine Röhre.
Okay, die Röhre behalten wir mal im Blick, liebe Leute. Und was ist das für ein Gebäude? Keine Ahnung. Danke, du hast meine Gedanken gelesen. Hey, sieh dir mal dieses süße Haus an, um das die Luftschlange meines Bruders geschlungen ist. Die Luftschlange meines Bruders ist auch schön. Meinst du, dass da jemand drin ist? Ach, das sieht mir nach einem wirklich verwickelten Problem aus. Hallo, ihr da drinnen, in dem total süßen Haus. Wir wollen euch helfen. Bewahrt einfach die Ruhe und wir kommen zurück, nachdem wir die Sache mit der roten Luftschlange abgewickelt haben. Und in Ordnung? Okay. So, fertig. Jetzt fühlen sich die Leute in dem Haus bestimmt besser. Ja klar, auf jeden Fall. Du hast ihnen super geholfen. Der Schmetterling ist ein Toad, das ist richtig. Ich glaube, die Dinger, die hier rumfliegen, das sind alles Toads. Das sieht man gar nicht, wenn man da gar nicht drauf achtet. Aber wenn man sich die dann erstmal genauer anschaut, dann fällt das schon mal ein bisschen schneller auf. Hallo. Butz. Also wenn ihr irgendwelche Schmetterlinge seht, die ich nicht sehe. Oh lol. Dann sagt Bescheid oder schreit einfach mal kurz rein, ne? Achso. Die einen immer Tipps geben wollen, ne? Komm. Und Full Life. Geil! Wir könnten gegen ihn kämpfen, müssen wir jetzt aber nicht. Oh, er will kämpfen. Alles klar, Riebock. Müsst ja auch nicht immer kämpfen. Du bist viel zu hoch für mich. Wie soll ich denn an dich rankommen? Komm schon, bitte. Ja, ich dachte, es reicht nicht. Aber du bist immer noch viel zu hoch für mich. Ah, jetzt kommt er runter. Dankeschön. Oh, da ist aber jemand sauer. Das ist fast so gut wie fliegen. Fast. Die rumflattern. Guck mal, die wollen weiter fliegen. Was ist das denn? Was bist du denn? Das ist keine Katze wahrscheinlich. Und du bist auch kein Hund. Wuff, ich meine, wirf mal Stöckchen. Ich meine, komm zum Kampfstudium, wirf mal Stöckchen. Ich meine, mir gehört das Kampfstudio in Toadtown. Komm doch mal vorbei, es ist direkt neben dem Museum. Okay. Was denn? Du bist den ganzen langen Weg von Toadtown hierher gekommen und jetzt gehst du wieder zurück? Ja, außer du kennst eine Abkürzung. Die Röhre auf dem Panoramaberg könnte vielleicht eine sein. Ich bin wohl etwas auf den Hund gekommen, also mache ich mich besser auf den Rückweg. Wir sehen uns im Kampfstudio. Wuff, wuff. Danke. Hau rein, Alter. Oh, ich sollte noch erwähnen, dass gerade eine Bonusaktion für neue Mitglieder läuft und das bedeutet Geschenke. Wuff. Danke. Haben wir uns sortiert. Ein Geschenk? Toll. Geschenke sind toll. Sind umsonst. Wir müssen uns unbedingt das Studio von diesem Toad ansehen, Mario. Ja, aber nicht jetzt. Lass uns erstmal hier ein bisschen rumwerkeln noch. Wir haben ja hier noch zu tun. Oh, nein. Hüpfen, Kevin. Danke. Oh. Ganz liebe Grüße aus Dänemark an dich und den Chat. Oh, Dänemark. Liebe, liebe Grüße zurück. Ernsthaft, einmal reicht nicht? Sagen. Wir haben kein Konfetti mehr. Jetzt haben wir wieder Konfetti. Rein! Was gibt's denn hier zu holen? Aha, guck mal hier. Zack. Sogar in Bäumen verstecken die. Sich, klopfst du gegen alle Bäume hier oder nur gegen meinen? Du bist der Auserwählte. Ich habe nur dich weggeklopft. Tu mir einen Gefallen und kletter nicht wieder auf den Baum drauf. Das macht man nicht. Hier ist keiner drin. Hat sich also erledigt. Vielleicht müssen wir uns... Huch. Bitteschön. Danke, Mario. Also diesen Abschlag habe ich ziemlich in den Sand gesetzt. Wow. Lol. Die haben hier Golf gespielt. Nichts? Passiert hier gar nichts? Wirklich? Warte mal, hier ist doch... Wie geil ist das denn? Wow! Ah, das ist cool. Das war nur ein kleiner... Oh! Scheiße! Oh Gott, da sind viele. Ja, die beiden Ringe hinten. Einmal so und dann einmal so. Gar kein Problem.
Ja, seid ihr denn verrückt geworden? Was ist los hier? Haltet euch fest! Was ist los hier? Gott, komplett aus dem Nix. Ich war komplett im Chill-Modus. Tagge Team, Mann. Danke für dein Subgift an Vanessa. Vanessa, Vanessa. Danke vielmals. Sorry, alles gut. Brauchst dich absolut nicht entschuldigen. Ich war nur in der anderen Welt, weißt du? Jetzt bin ich wieder wach. Ja, Dito. So, Spitze. Gut, das hat auch ganz gut funktioniert. Oh Gott, dafür brauchen wir aber viel Konfetti jetzt, ne? Aber wir haben den Sack ja voll. Warum ist das so eine große Fläche? Oh nein, das reicht bestimmt nicht, oder? Doch, ja. Nice. Ja, wenn ich irgendwas übersehe, Leute, denkt dran, schreit, ne? Schreit einfach. So, hier geht's runter. Was hat das zu bedeuten? Von dieser Röhre, da komme ich halt gar nicht hoch, oder? Oder meint, ich kann hier drauf springen? Nee. Ist das? Wie komme ich da rein, Alter? Was ist das? Oh, ah, okay. Nein. Nein, der Himmel. Danke. Okay, gehen wir mal einmal. Okay, die sind aber sehr, sehr stressig unterwegs hier, ne? Was ist mit euch los? So, dann müssen wir das quasi einfach von oben machen, oder? Einfach dann hier runter. Plopp. Und hier rein. Schön. Hallo. Hey Mario, cooler Schwung mit dem Hammer. Danke. Wenn du so einen Schwung drauf hast, hast du sicher auch erstklassiges Zubehör aktiviert. Dann muss ich dir sicher auch nicht mehr erklären, dass du mit Plus das Menü aufrufen kannst, um Zubehör zu aktivieren, oder? Aber wir haben noch kein Zubehör, oder nicht? Haben wir ja noch gar nicht. Das müssen wir alles noch kaufen. Ich meine, wir können gleich ruhig mal ein bisschen Geld ausgeben. Das ist gar kein Problem. So, was ist mit euch los? Mario, es ist da etwas passiert, das gar nicht gut ist. Schlecht sogar. Das Tor zum Erdpergamenton ist verschlossen. Niemand kommt mehr hinein, um es zu verehren. Oh Gott, keine Einnahmen. Das Tor öffnet sich nur, wenn sich alle 5 Panzerkugeln wieder an ihrem Platz befinden. Aber vor ihnen sind... Was? 4 von ihnen sind weg und der Typ da versucht in genau diesem Moment die 5 zu klauen. Wir würden ja versuchen, ihn aufzuhalten, aber du weißt schon, wir sind Koopas. Was können wir schon ausrichten? Ihn ganz langsam anrempeln? Okay. Was hat er denn? Vielen Dank, Mario, aber wenn du es auf ein Vermögen abgesehen hast, hast du den falschen Toad gerettet. Ich verkaufe aber edles, exquisites und extra günstiges Zubehör in Toad Town. Schau doch mal rein. Alter, wie sie hier alle, ne? Alle reinbeten wollen, Alter. Okay, was auch immer das da... Oh, warte mal, hier sind Kugeln, kann das sein? Aha! Faltarme! Könnt ihr es glauben, wir sind gerettet? Lasst uns mal unterstützen, wenn ihr mal wer komisch kommt. Drücke einfach Y, dann stehen wir dabei. Aber ihr wollt dafür Geld haben, ihr Dreck... Nicht vergessen, Y drücken. Der letzte noch. Oh, schön. Ich mag das Spiel. Ich mag es nach wie vor. Oh. Da können wir runter. Aber wir haben kein Konfetti. Toll. So, komm mal her, du Drecksack. Lass die Kugel da stecken, wo sie ist. Jetzt wird's ernst, Leute. Okay. Ah, uff, dieser Timer läuft und läuft und läuft. Das macht die Anordnungsphase ganz schön hektisch, oder? Ja. Oh hey, sieh mal, du kannst Plus gedrückt halten und Münzen einsetzen, um den Timer mehr in Zeit zu hinzufügen. Wahrscheinlich kannst du Plus ganz lange gedrückt halten, aber das kostet dann auch eine Menge Münzen. Also mach es doch besser nicht so oft. Denk dran, Zeit ist Münzgeld. Okay, warte. Wir haben diese Möglichkeit hier. So. Und so. Finish. Nein! Komplett verkackt. Das war zu schnell. Scheiße. Konzentrier dich, Kevin. Oh Mann, deswegen sind wir auch noch nicht so kräftig. Fuck. Ja, lass die erstmal wegballern.
Okay. Wir können mit A blocken irgendwie. Sobald sie auf mich zurennen, haben sie gesagt. Aber ich weiß ja nicht, ob das stimmt. Was? Ich hab geblockt! Ha! So einfach nicht, Freunde. Okay. Wir haben zwei Züge. Geil. Jetzt geht's euch ans Papier. Oh, hat er nicht gesagt. Zack. Geil. Das war noch nicht schlecht. Kriegen wir jetzt die Kugeln zurück, oder? Was soll ich gemacht? Habe ich seit dieser einen Doku über das Erdpergament doch nicht mehr gesehen? Ja, betet mich an. Wollt ihr euch die noch ansehen? Dann keine Spoiler meinerseits. Aber zuerst einmal solltet ihr die Tempeltour unternehmen. Leider fehlen allerdings die anderen vier Panzerkugeln. Toll. Oh, wie gemein, dass sie einfach diese wertvollen Steine gestohlen haben. Ich habe mich schon so auf die Tempeltour gefreut. Punkt, Punkt, Punkt. Los, lass uns die Panzerkugel finden. Mario, Hilfe in der Nähe. Ist sicher schon alles abgesucht. Hier in der Nähe. Oh, oh Gott. Oh Gott. Guten Morgen. Hallöchen, Lincoln. Einen wunderschönen guten Abend. Okay, können wir hier irgendwas machen? Was möchtest du einsetzen? Okay, wir müssen die finden. Wir müssen die tatsächlich erst finden, bevor... Ekelhaft, sorry! Nein! Das war nicht gut. So, wir haben die ganzen Löcher haben wir auf jeden Fall schon mal repariert. Das ist schon mal gut. Was haben wir hier? Okay. Warum genau haben wir jetzt hier diese Steine? Oh. Oh. Hallo. Na, ihr Ratten? Danke, Chat. Oh nein, Alter. Wie soll ich die denn jetzt da einrichten? Das ist doch scheiße. Fertig. Oh. Und auf geht's. Schön in den Tritt. Ich bin kein Käse, aber ich tue genauso weh. Tut Käse weh? Was? Wie? Wo? Das war doch wohl ein Kinderspiel, Leute. Ist ja wohl, also ernsthaft jetzt. Zack. Wenn ich mich ordentlich ausgerüstet hätte, hätte mich niemand so zusammengeknüllt. Rüstest du dich auch immer gut mit deinen Waffen aus, Mario? Man muss stets auf alles vorbereitet sein. Ja, okay, ich kaufe mir ja schon was. Ist ja gut, ey. Meine Fresse. Was ist mit euch kaputt? Übertreib halt. Das Ding ist, jetzt haben wir aber immer noch keine Kugel, ne? Wo finden wir die denn? Wieso ist auf dem iPad der Chat dem Stream circa 20 Sekunden voraus? Das ist immer so, wenn du das auf dem Handy schaust oder so. Da hat der Stream immer sehr, sehr viel Delay. Deswegen immer ein bisschen... Also wenn das nicht anders geht, natürlich klar, aber... Das Ding hat immer sehr viel Delay dann. So, da oben können wir lang gehen. Haben wir alle Toten. Die versuchen immer noch zu fliegen. Oh Gott, die sind so traurig. Okay. Wir gehen mal da oben lang. Was ist das denn? Warte mal. Was ist denn das hier? Ja, schon wieder. Hey, willst du quatschen? Na dann hör mal, dort in dem Haus, da wohnt ein komischer Tod, werkelt gerne an Sachen rum. Viel Glück, wenn du mit dem reden willst. Mit dieser roten Luftschlange ist da kein Reinkommen, siehst du ja selber. Danke. Danke für das aufklärende... Gespräch. So, wie kommen wir da hin? Da kommen wir wahrscheinlich auch jetzt noch nicht hin zu der Truhe, ne? Gut. Dann lass uns doch mal gucken. Wir müssen irgendwie das Haus frei bekommen.